Seid alle herzlichst gegrüßt. Heute erfährt das Sternzeichen Schütze etwas über seinen Charakter und seine Eigenschaften. Hört mal, der reiselustige Schütze bevorzugt stetige Abwechslungen und sein Wissensdurst ist unendlich. Die Reiselust ist für ihn grenzenlos, ehrlich, geradlinig und mit großem Optimismus bevorzugt er seinen direkten Weg. Mit sportlichen Bewegungen powert er sich aus. Er denkt positiv und akzeptiert das Leben so, wie es ist. Seine zugängliche, großzügige Art lässt ihn manchmal angeberisch und verschwenderisch gelten. Die Schützefrau, sie stellt oft ihre bereits getroffenen Entscheidungen in Frage. Sie liebt es sehr zu debattieren und zu diskutieren. Das dient ihrer Unterhaltung und damit blüht sie auf. Sie braucht einen Partner, der ihre Wissenslust und ihren Wissensdurst und auch ihre körperlichen Bedürfnisse erfüllt. Ist sie unglücklich mit ihrem Partner, findet sie auch leicht den Weg zum Scheidungsanwalt. Sie will in ihrer Partnerschaft die unbedingte Liebe und mit Vertrauen die Gemeinsamkeit zu leben. Den Schützemann treibt es hinaus in die Welt, denn er will den Hauch der großen Welt spüren. Er ist sehr redegewandt. Ist er erst einmal im Ausland, kann er dort auch leben und hat nicht vor, zurück in seine Heimat zu kehren. Der Schützemann braucht intellektuelle Herausforderungen und geistige Ansprache für die Anerkennung und Erfolge für sich. Wahrheit hat eine herausragende Bedeutung für ihn. Er sagt, was er denkt, manchmal auch offen. Und mit Taktlosigkeit, Kompromisse will er keinesfalls eingehen. Denn er liebt seine Unabhängigkeit. Die will er keinesfalls verlieren. Leider hat er die Gabe, mit lockeren Sprüchen peinliche Momente wegwischen zu wollen. Da erntet er oft Unverständnis. Auch wenn er manchmal naiv denkt und wirkt, ist seine Philosophie ja weise und interessiert. Er liebt gutes Essen und extravagante, elegante Kleidung. Sein Liebesleben war bisher schon immer bewegt, denn er erobert gern. Für die Ehe ist er nicht unbedingt geschaffen. Eigentlich nicht. Mehrere Beziehungen hat er schon hinter sich. Es wäre ihm am liebsten, hier und dort eine Frau zu haben, von der die anderen nichts wissen. Ja, das, liebe Schützen, war ein kleiner Auszug über euren Charakter. Na, wie seht ihr euch denn? Alles Liebe, eure Diria.